Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Bayern München. Der 27. Spieltag steht an, zwar müssen wir gegen Bayer Leverkusen. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich zum Spiel. Ja, wird auf jeden Fall ein richtig schweres Spiel werden gegen Leverkusen. So, wir spielen zu Hause, das ist natürlich schon mal schön für uns. Das Spiel im Heimtrikot, Leverkusen ebenfalls. Tornius haben einige, sind alle an. Dortmund hat ja schon mit einem Sieg wieder mal vorgelegt. Gut, kurzen Blick auf die Aufstellung. Wir haben jetzt wieder die ganzen Top-Leute reingeschmissen, weil gegen Paris haben wir eigentlich die ganzen geschont. Deswegen sind sie jetzt wieder alle hundertprozentig fit. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Schicken wir die Teams zum Aufwärmen und los geht's. Es geht los, das Topspielstern. Der FC Bayern München empfängt zu Hause in der Allianz Arena Bayer Leverkusen. Natürlich, das ist das Topspiel am Spieltag. Bayern momentan nur auf Platz 2, Leverkusen auf Platz 6, aber beide Teams gehen hier mit vollen Ambitionen an diese Begegnung ran. Natürlich, beide Teams wollen hier die 3 Punkte und die Bayern sind schon in Zugzwang. Denn Borussia Dortmund hat schon wieder vorgelegt, die sind mittlerweile auf 6 Punkte weggekommen, haben allerdings ein Spiel mehr, also wir können wieder auf 3 Punkte verkürzen. Aber dafür müssen wir gegen Leverkusen gewinnen. Und das wird natürlich alles andere als leicht werden. Hier sehen wir es, Mario Mandzukic, er ist seit Wochen in einer Wahnsinnsform, hat in der ganzen Saison bereits 28 Saisontore schon erzielt und auf ihn wird es heute auch ankommen. Hier sehen wir Bayer Leverkusen in den schwarzen Trikots, die Bayern in den roten und hier jetzt die beiden Kapitäne bei der Platzwahl, Philipp Lahm und Rolfes. Das wird natürlich eine richtig schöne Partie heute werden. So, und jetzt kurzen Blick auf die Tabelle, auf die momentane Tabelle. Hier sehen wir es, Dortmund hat 6 Punkte Vorsprung, ein Spiel mehr und dahinter kommt lange nichts. Also Bayern und Dortmund, die beiden wieder im Kampf um die Meisterschaft. Danach kommt lange nichts und dann kommt Gladbach, müsste gewesen sein, jupp, Gladbach. Hier sehen wir es, Mario Götze ist 6-mal schon getroffen in der Saison, in seiner ersten Saison im Bayern-Trikot. Und hier sehen wir eben die Aufstellung von Leverkusen. Son auch schon 7-mal erfolgreich, also auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Vorne Son, Robby Kruse und Dadjok, also die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Oh, Spiel mit einem Dreiersturm, also Leverkusen geht sehr offensiv ran. Gut, damit geht's los, das Topspiel ist eröffnet, die Bayern haben Anschluss natürlich, die Bayern müssen hier die 3 Punkte holen. Die Bayern müssen die 3 Punkte holen, ansonsten könnte Dortmund schon zu weit wegziehen. Und die Bayern bauen den ersten Angriff auf. Ribéry versucht es alleine, behält erstmal den Ball. Jetzt Franck Ribéry. Oben wartet Alaba auf den Ball, aber Ribéry hält jetzt erstmal den Ball. Denn in der Mitte ist Mario Mandzukic und ihr seht es auch. Mandzukic fällt mit seiner ersten Chance, wird aber vom Ball getrennt. Stark gemacht von der Hintermannschaft bei Leverkusen und die bauen auch gleich an auf über Dadjok. Dadjok verfolgt von Philipp Lahm und von Bartstube. Und jetzt vielleicht in Flankenposition. Momentan noch keine Flanke, Reinhardt mit der Flanke, wird aber abgefangen. Und die Bayern können sich nicht befreien. Fehlpass von Philipp Lahm und wieder zu Reinhardt. Jetzt Castro, Schweinsteiger versucht dazwischen zu gehen, schafft es leider nicht. Ribéry fliegt auch am Ball vorbei, jetzt könnte es vielleicht gefährlich werden, jetzt Hilbert. Und jetzt haben sie ihn, jawohl, jetzt haben die beiden den Ball über Götze. Schöner Ball zu Franck Ribéry, der hat jetzt mal ein bisschen Platz, der könnte jetzt mal ein Stückchen gehen, jawohl. Hinter ihm hetzt zwar Hilbert her, aber der kann erst mal auf Distanz sein, jetzt fällt die Chance auf die Flanke. In die Mitte wartet Mandzukic, kommt nicht hin, aber da kommt Robben mit dem Kopfball. Warum nimmt er den neben ihm im Fuß, aber da kommt immer mal Robben. Da kommt jetzt nur mit Götze von hinten, Götze und fast das Tor. Gute Chance für Mario Götze. Hier sieht man es, Robben verliert hier den Ball. Dann kommt er irgendwie zu Götze und der mit seinem Schuss, aber der geht hauchdünn am Tor vorbei. Riesenchance für den FC Bayern München in der 10. Minute, aber es bleibt weiter beim 0:0. Jetzt war der Abschlag von Bravo, der halt überrascht im Tor steht, anstatt Adler. Und die Bayern holen sich sofort wieder den Ball über Bartstube, aber der mit dem Fehlpass, da kommt Lahm nicht hin. So, dann gibt es 1:04 Bayer Leverkusen. Jetzt eine schnell ausgeführt. Robben versucht sie den Ball zu holen. Aber Leverkusen macht das geschickt über Bönisch. Der zu Son. Jetzt mit dem hohen Ball in die Mitte. Aber Bartstube passt da hervorragend auf. Und die Bayern jetzt wieder auf dem Weg nach vorne. Aber Schweinsteiger verspringt da ein bisschen der Ball. Jetzt die Flanke. Aber ne, der Stern im Abseits. Schauen wir nochmal drauf. Gutes Auge da vom Linienrichter. Richtige Entscheidung. Gibt Freistoß für die Bayern. Jetzt Schweinsteiger weiter zu Müller. Fordert Götze den Ball, bekommt ihr es auch. Jetzt Götze. Außen startet Ribéry nicht. Götze geht jetzt erstmal selber. Götze hat ein bisschen zu viel Platz. Das ist Mario Götze, aber jetzt wird er dann doch von 2 Stück bedrängt. Immer noch Götze am Ball. Götze kann er machen, was er will. Götze, aber jetzt der Schuss. Der war zu harmlos. Schade, ein bisschen zu harmlos der Schuss. Sonst hat er super gemacht, der Mario Götze. Aber kein Problem dafür. Bravo im Tor von Bayer Leverkusen. Jetzt Lahm holt sich den nächsten Ball im Luftduell.
Jetzt zu Robben. Jetzt Arjen Robben. Weißt du, ist er vorbei. Jetzt könnte schon wieder gefährlich werden. Aber dann gibt es ein Leck und dann verliert Robben den Ball. Jetzt Leverkusen, aber Bayern greift wieder sehr früh an. Bravo haut das Ding jetzt sicherheitshalber mal hinten raus. Aber sofort wieder zurück zu den Bayern. Über Schweinsteiger. Jetzt zu Müller. Weiter zu Philipp Lahm. Da startet Thomas Müller. Jetzt ein hoher Ball auf Müller. Kommt leider nicht hin. Und jetzt fällt die Konterchance. Jetzt könnte es vielleicht gefährlich werden für die Bayern. Und jetzt hat Son mal ein bisschen Platz. Die Mitspieler laufen auch ein bisschen gut mit. Aber gut, geh mal vom Bartstuber. Holt sie den Ball sofort wieder zurück. Jetzt fällt die Konterchance für die Bayern. Da startet Götze. Schöner Ball zu Götze vom Bartstuber. Jetzt immer noch Götze am Ball, aber der hat jetzt natürlich 3-4 Gegenspiel gegen sie. Aber jetzt fällt die Chance über Mario Götze. Götze mit dem Schuss, Götze mit dem Tor. Mario Götze, da klingelt's. 23. Minute, das Tor für den FC Bayern München. Mario Götze macht das im Prinzip alleine. Da findet er die Lücke, dann geht die Abwehr nicht entschlossen, geht nur ran. Und klasse, unten eingenetzt. Ganz flacher Schuss. Keine Chance für Bravo, dass er an den hinkommt. Und damit gehen die Bayern hier in Führung. Wichtiges Tor für den FC Bayern München. Die Bayern gehen somit in Führung gegen Bayer Leverkusen. Aber natürlich, Leverkusen wird jetzt nach diesem Treffer schauen müssen, dass sie vielleicht eine Auslage wiederziehen. Und sie kommen über Kruse. Flanke kommt in den Strafraum. Philipp Lahm Kopfballduell, gewinnt er. Und Götze wieder mit dem Ball nach vorne zu Mario Mandzukic. Das Mandzukic bräuchte ein bisschen Hilfe von dem Mitspieler, aber geht jetzt erstmal alleine. In der Mitte ist schon wieder Götze unterwegs. Aber Mandzukic, der wird da von 2-3 Mann bedrängt. Verliert ihn leider. Der zweite Ball wieder nach vorne auf Seiten von Leverkusen. Aber klasse, Müller, super Einsatz. Und wieder die Beine über Franck Ribéry. Versucht es über den Flügel, bricht aber ab. Der Ball zurück zu Bravo und der haut jetzt erstmal weit, weit weg. Aber direkt in die Beine von Dante. Jetzt, oh, Bartstuber mit dem Fehler. Jetzt könnte es gefährlich werden. Holger Bartstuber mit dem Fehler. Kruse kommt zum Ball. Bayern schaffen es weiter nicht zum Ball zu gehen, aber jetzt Alaba geht dazwischen. Wichtiger und entschlossener Einsatz hier von David Alaba. Und haut das Ding erstmal hinten raus, aber wieder mit dem Fehlpass. Jetzt Rolf es. Leverkusen erhöht so langsam ein bisschen den Druck. Kommt jetzt über Hilbert. Jetzt zu Ribéry. Ribéry mit dem Fehlpass. Und wieder Leverkusen im Angriff. Jetzt könnte es gefährlich werden, aber die Bayern schmeißen hier mit Maus und Mann dazwischen. Gut gemacht. Und jetzt der Ball über Robben. Wenn es jetzt vielleicht schnell geht, dann könnte vielleicht ein gefährlicher Angriff entstehen. Über Arjen Robben. Außen geht Ribéry. Hoher Ball auf Ribéry. Kommt er den noch hin? Kommt er den noch hin? Nein. Der Ball geht ins Aus. Franck Ribéry keine Chance, dass er an den noch hinkommt. Gibt einen nur für Leverkusen. Jetzt Savic zu Hilbert. Zurück zu Savic. Bayern bleibt greifen, aber trotzdem früh an. Obwohl sie hier mit 1-0 führen. Jetzt Reinhardt. Schöner Ball zu Derdiok. Kommt schön an. Aber dann Schweinsteiger mit dem Ball. Da kommt Robben nicht hin. Schade. Das wäre natürlich schön gedacht. Hier von Schweinsteiger. Aber da kommt der Arjen Robben leider nicht mehr ran. Ball geht ins Aus. Somit gibt es Abschluss für Bayer Leverkusen. Wieder weiter Abschluss, natürlich wieder weit in die Bayernhälfte. Lahm verliert das Kopfduell gegen Son. Und Leverkusen kommt über Castro. Castro, hoher Ball auf Dadiog, aber Bartstuber passt das sehr gut auf und bringt den Ball wieder nach vorne. Jetzt Götze. Ah, Götze mit dem Pass, da hätte man Mandzukic hinkommen sollen, aber Leverkusen steht da sehr gut. Momentan so ein bisschen zerfährt das Spiel. Also große Torchancen haben wir jetzt in den letzten 10 Minuten nicht gesehen, aber jetzt vielleicht über Robben. Schön gespielt mit Mario Mandzukic, jetzt Arjen Robben, zieht in die Mitte. Jetzt kommt der Play in seine Position. Robben ist in seine Position, Robben. Aber da schmeißen sich 2-3 Gegenspieler dazwischen. Der Ball kommt nicht durch und somit Leverkusen wieder im Ballbesitz, aber den verlieren sie sofort wieder. Jetzt Philipp Lahm. Lahm, vorne läuft Müller, schön gesehen. Jetzt Müller mit der Flanke, aber keiner ist da. Hinten kommt nur Ribéry. Ribéry mit der Chance, Ribéry und Aluminiumtreffer. Hammerschuss da von Franck Ribéry. Hier sehen wir es nochmal, schöne Annahme, dann hat er hier zwei Gegenspieler gegen sich. Bringt die Ball, oh, der war noch abgefälscht, der wäre wahrscheinlich noch gefährlicher gekommen. Aber jetzt gibt es ja Schmeckball für die Bayern, über Franck Ribéry. Kommt gut auf Mandzukic, Kopfball und Bravo ist dran. Wahnsinnskopfball hier von Mario Mandzukic und Bravo ist dran. Kann sich da durchsetzen im Kopfballduell. Aber der Keeper kann den gerade über die Latte befördern. Jetzt Götze, nächste Ecke für die Bayern. Götze wieder Mandzukic in der Mitte, kommt keiner hin. Dann schmeißt die Müller rein, aber der Ball ist erstmal geklärt. Aber kommt zurück über Bastian Schweinsteiger. Jetzt Schweinsteiger sucht natürlich die Anspielstation, findet jetzt oben Robben. Der weiter zu David Alaba.
Alaba, ah, spielt ein bisschen zu viel, verliert den Ball wieder gegen Hilbert. So, die Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft schon und ist jetzt vorbei. Der Schiedsrichter sagt, das reicht für die ersten 45 Minuten. Sorry, aber ich bin immer noch krank. Ja, die Bayern führen zur Halbzeit mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen. Torschütze ist Mario Götze in der 23. Minute. Hier sehen wir noch eine gute Chance von Götze, aber die ist leider nicht als Tor geendet. Aber hier sehen wir nochmal das Tor von Götze. Setzt sich da klasse durch. Ja, wer geht nicht entschlossen genug ran und dann wunderschön verwandelt. Das war's mit den Höhepunkten. Die viel war nicht los. Die anderen Ergebnisse, ja, interessant ist eigentlich nur Hamburg. Die sind, glaube ich, nur weit oben dabei. Und Schalke gegen Augsburg auch nur 0-0 momentan. So, Fitness schaut nur relativ gut aus. Ja, bis jetzt lief es ganz gut, so kann es weiterlaufen in der zweiten Halbzeit. So, Sidney Sam kommt für Robbie Kruse. Sam wird ja in der nächsten Saison für Schalke spielen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Das haben sie ja in der Winterpause jetzt bekannt gegeben. So, weiter geht's, zweite Halbzeit geht los. Leverkusen hat Anschluss, die Bayern führen momentan mit 1:0. Aber 1:0 ist ein knappes Ergebnis. Also da sollen die Bayern gegebenenfalls vielleicht nur ein, zwei Tore drauflegen. Und die kommt über Götze. Götze kämpft da, aber kommt da leider nicht durch. Jetzt Schweinsteiger im Kopfballduell, verliert er. Und jetzt kommt schon Leverkusen. Über Bönisch. Und Ball, Müller verliert das Kopfballduell, aber Dante kann den Ball dann klären. Und jetzt sofort zu Mario Mandzukic. Mandzukic versucht es alleine, bleibt aber leider an der Abwehr hängen. Jetzt Rolfes. Rolfes, Ribéry drückt ein bisschen, aber momentan spielt Leverkusen den Ball erstmal in die eigenen Reihen rum. Jetzt zu Castro. Castro, Müller blockt den Ball, aber der kommt trotzdem irgendwie durch zu Sam. Sam, ja, war ein Handspiel. Handspiel da von Sidney Sam, gibt Freistoß für die Bayern. Sicher ausgeführt, jetzt zu Alaba. Weiter zu Bastian Schweinsteiger und der hoch zu Mandzukic. Oben wäre in der Nähe Arjen Robben, den zieht jetzt auch mit einem hohen Ball, aber da kommt Robben nicht mehr hin. Da kommt denn leider nicht mehr hin. Schade, ein bisschen zu steil gespielt dieser Ball. Zum gibt es nur ein Uhr für Leverkusen. Jetzt Robben versucht hier den Ball zu erkämpfen. Ja, geht ein bisschen zu hart ran. Gibt Freistoß für Leverkusen. So, also bis jetzt in der zweiten Halbzeit haben wir bis jetzt noch keine große Aktion gesehen von beiden Teams. Aber jetzt vielleicht, nee, Dante. Oh, Dante mit dem Patzer. Dante mit dem Patzer und der Ausgleich. Oh, 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 der Jörg macht das 1:1. 55. Minute, Dante mit dem Patzer. Schade. Und der Jörg macht das 1:1. Jetzt sehen wir es nochmal gut. Der Patzer ist nicht mehr drauf, aber Dante kommt da nicht mehr rechtzeitig im Bad zu Bauni. Und dann macht er das rein. Der Jörg mit dem 1:1. Die erste große Chance in der zweiten Halbzeit. Und dann fällt auch prompt der Treffer 1:1. Jetzt müssen die Bayern wieder was tun. Die Bayern müssen jetzt wieder was tun. Jetzt Mandzukic. Außen geht Arjen Robben. Schön angespielt. Jetzt Robben. Robben, viel zu viel Platz zu Robben, Robben und bravo. Klasse durchgekämpft hier von Arjen Robben. Keiner geht so richtig dran. Und dann probiert er es einfach mal aus seiner Position, aber leider nicht so entschlossen platziert. Aber es gibt Eckball. Gibt nochmal Eckball für die Bayern. Jetzt Savic geht, Wohlscheid kommt. Jetzt Eckball über Götze. Der war bis jetzt gefährlich. Jetzt Mandzukic schon auf der Linie. Ich glaube, das, ich weiß nicht, wer es war. Auf jeden Fall Riesentat da vom Verteidiger auf der Linie. Der wäre drin gewesen. Da wäre Bravo nicht mehr hingekommen, aber leider, leider nicht. Aber die Bayern bleiben weiter am Drücker. Über Götze. Jetzt Götze. Versucht in die Mitte zu kommen. Spielt zu Arjen Robben. Außen Müller. Müller raus zu Alaba. Jetzt kann es hier gefährlich werden für die Leverkusen. Jetzt Alaba. In der Mitte ist wieder Mandzukic. Mandzukic komplett frei. Mandzukic. Nachschuss Götze. Nee, Ribéry was. Aber jetzt Nachschuss nochmal Mandzukic. Wahnsinn, was ist denn jetzt los? Riesentat und jetzt gibt's für Stürmerfoul. Stürmerfoul von Mandzukic. Riesenchancen für die Bayern hier in dieser Situation. Riesenmassel für Leverkusen, dass hier nicht der Ausgleich gefallen ist. Riesenmassel für Leverkusen hier. Aber was für eine Anzahl an Chancen, was da die Bayern vergeben haben. Aber jetzt Ribéry macht schon wieder Dampf. Jetzt Franck Ribéry. Ribéry immer noch ein Ball. Ribéry versucht es allein. Ribéry kommt durch, wird geblockt. Und Leverkusen holt sie den Ball. Die Bayern machen jetzt richtig Dampf. Aber natürlich, das bietet auch vielleicht Konterchancen für Leverkusen. Aber jetzt haben die Bayern auch schon wieder den Ball zurück. Jetzt vor zu Ribéry. Ribéry kämpft sie da schon mal gegen zwei Stück durch. Der dritte auch noch vorbei. Aber dann wird es zu viel. Ja, dann müssen die Mitspieler ein bisschen besser mitspielen. So, jetzt Bönisch.
gute halbe Stunde hier noch zu spielen. Aber momentan sieht es nicht gut aus bei den Bayern. Sie haben zwar gute Chancen, aber es steht momentan nur 1:1. Und das wäre zu wenig. Das wäre ganz klar zu wenig. Weil damit wäre Dortmund 5 Punkte vor uns. Und ja, dann wird es verdammt schwer schon, die noch irgendwie einzuholen. Jetzt Müller. Vor zu Mandzukic. Da startet Götze. Hoher Ball auf Götze. Kommt da leider nicht dran. Nee. Rückpass zu Bravo und sofort wieder in die andere Richtung. Aber Kopfballgewinn von den Bayern. Jetzt über Robben. Aber Leverkusen mauert sie jetzt natürlich hinten. Nein, ja, das machen sie gut. Das machen sie sehr, sehr gut. Stehen da mit 2 Viererketten vor dem eigenen Strafraum. Und vorne noch die 2 Stürmer. Oh, jetzt hat das Einsteigen hier aber jetzt. Und, da ist gut aufgerückt. Jetzt könnte es vielleicht gefährlich werden, weil jetzt Leverkusen doch kurzzeitig das Tempo erhöht hat. Aber Bartschuber dazwischen. Gut gemacht von Holger Bartschuber. Und jetzt vielleicht ein schneller Gegenangriff über Schweinsteiger. Außen startet Robben. Den zieht er. Schön gespielt. Jetzt Robben. Am ersten ist er vorbei. Hat jetzt viel Platz. Er kann jetzt was draus machen, der Arjen. Kommt nicht durch. Schade. Da waren 3 Stück im Weg. Kommt da leider nicht durch. Und wir Leverkusen. Also es entwickelt hier ein temporeiches Spiel. Und wir sagen, wir müssen ein bisschen auswechseln. Unser Götze raus. Shaqiri rein. Nasri für Ribéry. Und ja, dann müssen wir durch. Ja, Mandzukic will ihn ja draußen. Der ist halt kopfballstark. Hier sehen wir es, Mario Mandzukic. 9, 10 Ligatore schon in der aktuellen Saison. Damit natürlich absolut Topwert. Aber momentan heute noch kein Treffer von ihm. Das wäre es jetzt natürlich, wenn er jetzt so einen Treffer machen würde. Aber hier ist mein Ballverlust von den Bayern. Jetzt Leverkusen kommt. Über Dadjok. Torschütze zum 1:1. Jetzt Bönisch. Zurück zu Reinhardt. Leverkusen macht das jetzt stark. Aber jetzt Bartschuber. Bartschuber kämpft sie jetzt den Ball. Jetzt die nächste Chance vielleicht für die Bayern. Holger Bartschuber mit dem Ball zu Müller. Der muss jetzt natürlich ein bisschen warten und verliert den Ball, aber gibt einen für die Bayern. 10 Minuten noch. 10 Minuten noch Zeit für die Bayern, hier noch irgendwas zu drehen. Jetzt Einwurf zu Robben. Robben heute noch nicht so richtig in seiner Form. Jetzt Robben, 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 Robben! Und dann ist er einen Weg. Schade, Riesenchance für Arjen Robben. Riesenchance für Arjen Robben. Macht das Ding nicht rein. Wahnsinn, was ist denn los? Jetzt hoher Ball, aber abseits. Sofort wieder Ballbesitz für die Bayern. Jetzt Robben kommt natürlich schon entgegen, will den Ball haben, kriegt ihn auch. Robben, nächster Angriff über ihn. Jetzt zu Schweinsteiger. Außen ist Nasri, der kriegt ihn jetzt auch. Nasri kam ja für Franck Ribéry. Kommt am ersten vorbei, versucht es mit dem dritten. Komm schon, kommt nicht vorbei. Eieiei, schweres Spiel hier für die Bayern. Sie rennen an, aber sie bringen momentan nicht den entscheidenden Treffer zustande. Jetzt Nasri, nächste Chance vielleicht für ihn. Nasri, ja, da verliert er wieder den Ball. Leverkusen macht das sehr, sehr stark. Nächster Fehlpass, jetzt Philipp Lahm. Und dann kommt Müller im Abseits. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Müller im Abseits. Und wieder schwinden wichtige Minuten für die Bayern. Jetzt nochmal ein weiter Abschlag. Jetzt kommt nur mit Leverkusen. Aber Dante stark dazwischen. Jetzt außen geht Nasri, aber kommt nicht ran. Kommt nicht ran. Und so wie es ausschaut, wird das eine sehr enge Geschichte noch werden, falls hier noch ein Treffer fallen sollte. Jetzt Müller, nächster Ballbesitz für die Bayern. Außen startet Shaqiri. Ja, kommt nicht hin. Jetzt der Kampf geht noch. Der Kampf ist noch eröffnet. 90. Minute läuft. Leverkusen hat den Ball. Die wollen jetzt natürlich nochmal Zeit schinden, weil für die wäre das gar nicht so schlecht. Dieses Unentschieden. Jetzt der Ball zu Mandzukic. Mandzukic. Shaqiri soll mitlaufen. Oh, und dann ist der Ball wieder weg. Das läuft nicht. Das läuft heute einfach nicht bei den Bayern. Und das könnte schon vielleicht die entscheidende Begegnung in der Meisterschaft sein hier heute, wenn sie nur unentschieden spielen. Aber sie haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt wieder natürlich der Ball nach vorne zu Sharan Shaqiri. Shaqiri, der ist noch fit, der kam natürlich erst vor 20 Minuten. Mit Ballverlust und es gibt nochmal Freistoß für die Bayern. Freistoß für die Bayern. Jetzt muss natürlich alles so ungefähr nach vorne, aber jetzt erstmal Zeit nehmen, Zeit kommen. Alles nach vorne. Jetzt Shaqiri. Runter zu Alaba. Wahrscheinlich die letzte Chance für die Bayern über David Alaba. Alaba, schön durch. Alaba in die Mitte, da ist Robben, komm nicht hin. Schweinsteiger nochmal im Hintergrund. Nasri, Nasri, was macht der jetzt? Nasri, Nasri, immer noch bald. Sami Nasri, Nasri, Nasri mit der Flanke. Komm mal hin rein, jawohl! Da ist das Ding. Mario Mandzukic, Tor für die Bayern. Wahnsinnsding hier, Mario Mandzukic. Das haben sie sich erkämpft, das Teil. Nasri mit dem Ball in die Mitte, Mandzukic mit der Volleyabnahme, Tor für die Bayern. Die Haare stehen zu Berge und Leverkusen ist am Boden.
Und jetzt wird natürlich nochmal gewechselt bei den beiden. Natürlich, die haben jetzt Zeit ohne Ende. Mandzukic raus, nee, Martinez rein für Robben. Was für ein Tor von Mario Mandzukic. Er erlöst die Bayern jetzt, bloß ihn noch einen Gegentreffer kassieren. Die Partie läuft hier noch. Aber jetzt ist sie abgepfiffen. Das Spiel ist aus. Die Bayern besiegen Leverkusen, aber wir sehen schon Alaba. Das war ein wichtiges Spiel. Das war ein wichtiges Spiel für die Bayern. Und sie feiern diesmal auch richtig. Die Bayern können feiern. Aber was für ein wichtiges Spiel. Was für ein wichtiges Tor von Mario Mandzukic. Dortmund wäre sonst 5 Punkte weg gewesen. Das wäre schon fast unmachbar. Aber jetzt geht natürlich der Traum weiter von Meisterschaft. Das wird noch eine richtig spannende Saison werden. Aber was für ein wichtiges Tor von Mario Mandzukic. Wahnsinnsding. Wahnsinnsspiel, was wir hier gesehen haben. Die Bayern haben nur gedrückt in der zweiten Halbzeit. Nur am Drücken. Dann haben sie es geschafft. Hier sehen wir natürlich nochmal die Chancen über Götze. Dann das Tor von Mario Götze. Kommt da super durch, macht das Ding rein. Aber da waren viele, viele Großchancen. Hier sehen wir den Fehler von Dante. Ja, der hätte nicht sein müssen. Ansonsten da Leverkusen eigentlich relativ harmlos unterwegs. Da hielt die Riesenchance. Einmal Mandzukic, dann Ribéry und dann nochmal Mandzukic. Und dann das Tor von Mario Mandzukic. Komplett frei und rein das Ding. Wichtiges Tor hier für die Bayern und wir sehen schon. Für mich ein absolut verdienter Sieg. Mit den riesen Chancen, was sie gehabt haben. Die haben hinten gemauert wie sonst was. Das war Wahnsinn. Bester Mann heute, Holger Badstube. Aber was für ein Spiel. Was für ein Wahnsinnsspiel. Damit bleiben wir weiterhin an Dortmund dran. Das ist natürlich extrem wichtig für uns. So, weiter geht's. Nächstes Spiel gegen Mainz. Also wir müssen ja... Oh Gott, es sind sehr viele Spieler für die Nationalmannschaft unterwegs. Okay, Thomas Müller verlängert, das ist schon mal schön. So, nächstes Spiel dann gegen Mainz. Ich schau mal ganz kurz auf die Tabelle. Da sehen wir schon, wir sind an Dortmund weiterhin dran, aber die sind eben noch 3 Punkte weg. Das heißt, wir müssen einfach auf einen Patzer von Dortmund hoffen. Wir müssen einfach auf eine Dortmund-Patzer hoffen. Wenn wir jetzt mal den Kalender anschauen... Dann müssen wir jetzt gegen Mainz, dann eben die 2 Testspiele, die hängen aber erst am Ende der Saison dran. Dann gegen Düsseldorf im DFB-Pokal, gegen Augsburg, das wird natürlich auch noch ein Hammer-Begegnung werden. Und dann hier gegen Dortmund, dann gegen Braunschweig, Bremen, Hamburg, Stuttgart. Ja, also große Gegner bis auf Hamburg und Stuttgart sind jetzt nicht mehr dabei. Also Augsburg und Braunschweig im Abstiegskampf natürlich, dann Bremen ist momentan auch nicht so gut drauf. Also wir müssen einfach auf den Fehler von Dortmund hoffen. Gut, aber im nächsten Part geht es dann weiter gegen die FSV Mainz 05 im Kampf um die Tabellenspitze. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.